Ja, meine Freunde, servus, ich bin's wieder, euer Blogger. Und heute in diesem Video möchte ich euch ganz gerne einfach mal eine Technik zeigen, wie man mit, wie ich zumindest schneide. Und zwar nennt sich die ganze Sache Schneiden nach Ton. Ihr habt es bestimmt auch schon im Titel gelesen. Wir gehen jetzt hier einfach hin, suchen uns jetzt hier unser Zeug zusammen. Das heißt, dieses Zeug alles. Ich werde jetzt nur ganz kurz meine Tastatur hier hinpacken. Jetzt nehmen wir hier natürlich das Intro, packen das schon mal dahin. Grundsätzlich mache ich das Ganze eigentlich immer so, dass ich als allererstes erstmal vom Intro den Ton runternehme, weil das ja doch immer sehr laut ist, und gehe dann jetzt erstmal hin. Scheint zu passen. Okay, dann nehmen wir uns hier den ersten Clip. Stellen hier jetzt erstmal die Lautstärke auf 12, weil ich ja grundsätzlich immer ziemlich leise spreche. Deswegen, und dann gehen wir hier jetzt einfach mit diesem Ding hier hin, suchen uns die Stelle, wo ich anfange zu quatschen. Man sieht es hier im Programm ganz gut. Ich kann jetzt hier mal das Ding ein bisschen weiter nach oben ziehen. Ich weiß nicht, geht das noch ein bisschen höher nach oben? Ja, geht. Dann können wir uns hier jetzt einfach mal die Tonspur, also hier diese Spur, ein bisschen größer ziehen, indem wir jetzt sagen, wir machen das ein bisschen nach oben. Vielleicht die Spur ein bisschen nach unten, oder genau so. Und dann haben wir hier wunderbar die Tonspur und können jetzt eben sagen, gut, wir gehen hier auf Schnitt und haben dann hier das hier. So. Ja, meine Freunde, guten Morgen. Genau, so. Und jetzt beginnt erstmal die mühevolle Arbeit, hier jetzt praktisch die ganzen, hier jetzt die ganzen Tonsequenzen hier zu sichten. Ich kann es euch ganz kurz mal zeigen. Ich weiß zufälligerweise, dass ich hier ein bisschen eine Pause mache. Genau, und hier wird es wieder weitergehen. Das heißt, du setzt jetzt hier den Schnitt, drückst Enter und setzt hier den nächsten Schnitt und schneidest das dann raus. Weil was die Leute auf YouTube nicht haben wollen, ist ganz einfach, dass du lange Pausen drin hast. Ich werde jetzt Folgendes machen. Eigentlich, wie gesagt, ihr habt jetzt eigentlich nichts mehr gehabt, außer oben habt ihr es natürlich gesehen, da war Schnitt. Ich werde jetzt Folgendes machen. Eigentlich. Aber der Schnitt, der war komischerweise, das ist mir jetzt ziemlich gut gelungen, so minimal, dass wirklich nicht aufgefallen ist, dass da geschnitten wurde. Und wir machen das Ganze jetzt so, dass man jetzt hier wirklich durchgeht und hier schaut, wo man Pausen macht. Ich weiß ungefähr, dass das jetzt hier der Fall ist. Und gehe jetzt hier wieder ein bisschen weiter und mache das so. Dann hier zeige ich, glaube ich, was, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Deswegen, wir löschen jetzt hier mal das raus. So, wie auch, schauen uns das ganz kurz mal an. Eigentlich sollte ich ein... Komischerweise. Eigentlich sollte ich einkaufen gehen. So, um gewisse Sachen. Gut, da haben jetzt so kleine Pausen. Man muss jetzt nicht Korinthenkacken machen. Deswegen sage ich jetzt mal, so kleinere Pausen kann man weglassen. Aber es gibt hier irgendwo mal was, wo ich eine längere Pause mache. Hier sieht man es ganz deutlich. Und die Pause, die will wirklich keiner drin haben. Da merkst du auch. Erst ist hier schon mal Pause. Und ja. Genau. Dann können wir das eigentlich wegschneiden. Und hier kommt eine ewig lange Pause. Und erst hier geht es wieder weiter. Achtung. Ja, das. Hier ist wieder weitergegangen. Deswegen würde ich sagen, genau ab dem Pömpel hier, beziehungsweise. Wir können jetzt vorher schon. Wie gesagt, das ist. Kleinigkeiten sind das jetzt, das wäre so eine Spielerei, die man machen könnte.
natürlich in allen Videos, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich das natürlich nicht so gemacht. Das ist auch relativ klar. Dann gehen wir hier wieder mit C. Gehen wir da wieder mit C. Und überall, wo jetzt hier praktisch nichts ist, so wie hier und hier. Und dann wird das auch so YouTuber-Style. Also ihr müsst einmal bei den Videos aufpassen, die wo so professionelle, also so ein Felix Wunderladen beispielsweise oder ein Saraza, je nachdem. Jeder, der irgendwo vloggt, der macht das. Ja, passt mal auf. Jetzt mal so und ja. So. Genau. Genau. So, jetzt machen wir das Ganze so. Schnitt. Und Schnitt. Hauen das weg. Ja, des Weiteren werde ich. Da ist jetzt auch wieder eine längere Pause. Aber ich denke, ihr wisst halt genau, wie das funktioniert. Dann. Da ist jetzt auch wieder, da geht es jetzt hier wieder weiter. Wie gesagt, und das ist das, was eben die Videos so aufwendig macht, weil wenn du das wirklich so machst, schneiden nach Ton. Es ist anfangs aufwendig, aber wenn du das dann weißt, wie das funktioniert, dann kannst du das auch ein bisschen beschleunigen. Ich weiß, dass jetzt hier praktisch wieder nichts ist. Da geht es erst wieder weiter und ihr merkt schon, es geht bei mir jetzt ein bisschen schneller. Hier kommt dann die Hand. Das heißt, hier kommt der Cut. Und ja, dann kann ich nämlich jetzt hergehen und die Dinger hier Stück für Stück alle rauslöschen. Und schon schaut das Ganze ja, vielleicht später noch professionell aus. Zocken kann sein. Aber jetzt vorher muss ich am Computer eben was machen und dann kann ich eben ein bisschen zocken und einkaufen gehen. Und ja, komischerweise hier kommt es gar nicht so rüber. Aber es ist wirklich immer, es sind so krasse Schnitte drin. So, dann gehen wir hier weiter zum nächsten Clip. Jetzt schauen wir uns hier natürlich, jetzt pass auf, jetzt muss ich hier natürlich hier wieder den Ton anpassen auf 12. Dann müssen wir hier wieder hingehen. Hier beginnt das Video oder der Clip. Gehen hier auf C. Sagen hier entfernen. Und jetzt, das ist der typische Übergang, den ich immer mache. Ja, meine Freunde, kleine Zwischenabzieh. Hier gab es einen Versprecher, das haben wir sogar aufgeschrieben. Nein, den haben wir nicht aufgeschrieben, das war der andere Versprecher. Ja, meine Freunde, kleines Zwischenab. Hier, kleines. Kleines Zwischen. C. Zwischenabzieh. So, ich weiß jetzt, das wird jetzt. Ja, meine Freunde, kleines Fazit. Passt. Man sieht zwar, dass es nicht ganz perfekt ist, aber ich sag mal so, man soll ja auch sehen, dass es nicht ganz perfekt ist. Es ist so, ich werde jetzt. Das heißt, ich nehme jetzt hier wieder diese Spur hier. Und zieh die jetzt bis hier nach vorne. Ja, und dann gehen wir jetzt hier wieder durch. Leider Gottes haben wir jetzt hier den Timecode nicht dazu geschrieben. Katastrophe. Kannst du natürlich jetzt hier auch mit der Maus schneiden. Geht wesentlich besser, finde ich persönlich. Als jetzt immer dieses C zu drücken. Aber wie gesagt, in das Programm, da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, muss man sich halt immer ein bisschen reinfuchsen. Und dann geht es eigentlich. Stellen ein weiteres. Es wird dann wieder zu den regulären Zeiten kommen, also sonntags und mittwochs, jeweils um 18 Uhr. Ich glaube, die Pause lasse ich drin, weil man soll ja merken, dass ich zwischendurch einmal Luft holen muss.
glaube, das war jetzt genug Werbung auf meinem Kanal. Und ja, genau. Da habe ich noch zwei Videos vor, allerdings mit demselben Programm zwei Videos. Also einmal kann ich ja schon mal die Titel nennen, Vorstellung von Filmora X, und das andere ist dann Schneiden nach Ton. Was das genau ist, Schneiden nach Ton? Genau, das ist jetzt das Video eben, was jetzt bei euch gerade kommt. Schneiden nach Ton. Genau, ich weiß jetzt nicht. Ton seht ihr dann im Video, wo produziert ist. Also ich glaube bis 28. März. So, hier war das jetzt. Und hier bleibt jetzt dann ein Text ein. Das machen wir jetzt gleich, weil sonst vergesse ich das nur wieder. Produziert ist. Also ich glaube bis 28. März. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber auf Text. Das machen wir jetzt hier gleich. Machen wir jetzt hier nämlich gleich, 28. Februar. Und jetzt muss ich natürlich hier wieder ein bisschen kleiner das Ganze machen, sodass ich sehe, wo ich das jetzt ungefähr hinschiebe. Lassen das jetzt hier als Einblendung laufen, allerdings vielleicht ein bisschen so, und kürzen das Ganze jetzt noch um ein Minimum. Jetzt schauen wir mal, was produziert ist. Also ich glaube bis 28. März habe ich jetzt alle Videos soweit, was regulär am Sonntag und Mittwoch kommt. Wunderbar, das passt. Jetzt haben wir hier wieder was, wo wir nach Ton schneiden müssen. Ist eigentlich auch alles schon fertig. C löschen. Und ja, genau. Dann wird jetzt genau so. Ich denke, da kommen jetzt keine größeren Pausen mehr. Hier kommt jetzt gleich wieder die Hand. Zack. Schnitt entfernen. Jetzt müssen wir wieder rüber zur Mediathek. Hier wieder zum nächsten Clip. Bam. Wir ziehen uns jetzt das Ganze gleich hier wieder so auf den Anfang. Ihr bekommt jetzt auch noch gleich einen Einblick, wie ich meine Videos schneide, aber ist vielleicht auch mal ganz gut. Das heißt, hier wieder C. Da beginnt der Clip erst. Okay, ja meine Freunde, da bin ich jetzt wieder. Und zwar habe ich jetzt folgenden Plan. Ich habe jetzt gerade dieses Video eben aufgenommen. So, und hier kommt glaube ich jetzt wieder eine größere Pause. Genau. Erst C und C. Hier müsste auch wieder eine größere Pause kommen. C, C, C. Ihr merkt, man kann das mit einem gewissen Tempo natürlich machen. Jetzt gehen wir hier natürlich gleich zum Ende. Zack. Und hier auch wieder ziehen. So. Und jetzt kann man natürlich hier die ganzen einzelnen Clips hier hernehmen. Bam. Entfernen. Entfernen. Nein, da wird wieder gesprochen. Entfernen. So. Video rausbringen, schneiden nach Ton. Das werde ich dann gleichzeitig aufnehmen. Und ja, dann habe ich den Schnitt oder den Schnitt eben gesehen, aber das ist halt die typische YouTube-Handlung. Genau, und jetzt kommen wir hier natürlich zum letzten Clip, der überschneidet jetzt hier gerade ein bisschen, merke ich gerade. So, hier ist der Magnet. Wir gehen wieder auf 12. Erstens ist für euch schön laut, weil ja meine Stimme grundsätzlich leiser ist als eigentlich, außer jetzt bei sehr eine Aufnahme, da ist nämlich das Mikrofon gut eingestellt.
Und ja, jetzt gehen wir hier wieder hin. Ab hier fangen wir zu quatschen an. Das heißt, wir gehen wieder auf Schnitt. Ja, meine Freunde, servus. Und ja. So. So wie das jetzt hier ausschaut, hier gibt es immer wieder mal ein paar kleinere Absenkungen. Das könnte jetzt nochmal spannend werden hier. Sorry, ich muss ganz kurz was trinken. Ich rede mir hier schon wieder den Mund fusselig. So. Nicht wirklich was zu berichten und ich weiß jetzt noch gar nicht. Also jetzt am Schluss weiß ich noch gar nicht, wie das. Also hier haben wir jetzt wieder was. Das könnte man schon wieder in die Kategorie Korinthenkarten reintun. Wir nehmen hier C, Waldbaum und hier C. Zack. Und löschen das raus. Wie gesagt, das ist ab und zu. Ihr müsst natürlich selber wissen, wenn ihr mit einem Schnittprogramm schneidet, egal ob das jetzt Premiere Pro ist, Final Cut für Apple oder hier Filmora X. Egal was das für ein Schnittprogramm ist, es muss eigentlich jeder für sich wissen, ob er Schneiden nach Ton machen möchte. Es ist ein bisschen Fusselarbeit, aber ihr merkt es, das Video ist bis auf das der Anfang und das Ende ist nicht geschnitten. Das ist genauso gelassen, wie ich es jetzt hier einspreche. Ihr merkt es selbst, ja, dass ich hier halt einfach, ja, wie soll ich sagen, es nimmt schon eine gewisse Zeit in Anspruch. Das darf man nicht vergessen. Was so zu berichten, ich habe ja so ein bisschen mitgenommen. Eigentlich könnte man hier jetzt auch dieses kleine Fussel da rauscutten. Es ist zwar nur ein kleines Sekündchen, ich glaube das ist ein Hundertstel, aber manchmal reicht eben das schon aus, dass ein Video mehr oder weniger geschaut wird. Es kann sein, dass hier schon wieder jemand abgeschalten hätte und somit haben wir jetzt das hier überwunden. Was so zu berichten, ich habe also. Und es geht wieder schnurlos weiter oder nahtlos weiter, nicht schnurlos, nahtlos. Wie gesagt, mir ist ja das Trinken ausgegangen, vor allem hier was zu trinken. Und da hinten, Moment, da hinten steht jetzt auch noch was zu trinken. Da lassen wir es jetzt so. Da ist noch gesalbt. Und ja, genau. Die Pause. Ab ja genau, oder ab hier praktisch, können wir auch schon wieder cutten. Ungefähr bis hier, sehe. Es wird zwar das Video jetzt kürzer, aber das ist ja das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ein ziemlich schnelles Video eigentlich haben. Und ja, ja, so an sich, ich habe gerade noch ein Video gemacht gehabt. Und ich glaube, hier hat man jetzt den Schnitt recht gut gesehen. Und ja, ja, so an sich, ich habe gerade, genau. Und das ist das typische YouTuber-Ding. Klar, im Film und Fernsehen will keiner, dass man den verwendet, den Schnitt sieht. Das ist ganz klar. Aber hier, wenn du Schneiden nach Ton machst, wirst du relativ schnell merken, dass du das immer sehen wirst, den Schnitt. Aber gut. Das ist jetzt schon online, kommt am. Genau. So, dann schauen wir doch mal, wieso ist jetzt hier, da ist jetzt irgendwas schief gelaufen. Also, bis dann. Ne, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte nicht von vorne anfangen. Hier hat man jetzt irgendwas. Da stimmt doch irgendwas nicht. Vor allem, weil hier ein einzelner Clip klebt. Komisch. Okay. Müssen wir hier natürlich wieder schauen, wann kommt die Hand? Die kommt da ins Bild. Bam. Da ist sie da. Und C. Bam. Denn jetzt, Kanal bis, kannst du dich gerne abonnieren, da mich freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Servus, Habitere, euer Blogger, ciao. Bis zum nächsten Mal. Genau.
es war jetzt nicht ganz perfekt, aber gut. Ja, so funktioniert eben Schneiden nach Ton. Ich wollte euch das Ganze anhand von einem kleinen Tutorial natürlich präsentieren. Ich hoffe, es hat euch weitergefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es neu auf meinem Kanal bist, kannst du dich gerne abonnieren. Ihr könnt mir jetzt natürlich hier noch ein bisschen zuschauen währenddessen und dann sieht man sich einfach im nächsten Video. Ich lasse jetzt das Video einfach noch ein bisschen weiterlaufen.